Ich hatte euch ja noch ein zweites Teil versprochen und jetzt geht mehr Luft rein und da wir müssen auch mehr Luft ra. Warte mal, es geht andersrum. Leute, herzlich willkommen in der Moped Factory. Wir werden immer wieder gefragt, was ist denn ein gutes Setup für die Ciao, ein gutes Tuning-Setup, einfach, günstig, damit ich ein bisschen auf der Straße ein bisschen schneller fahre. Und das Ganze immer wieder zu beantworten, ist doch sehr anstrengend. Deshalb machen wir jetzt das ultimative Video. Ich habe dem Paul eine Challenge gestellt. Paul, du kriegst 50 Euro und dafür musst du mir das beste Ciao-Tuning-Setup zusammenbauen, das du finden kannst. Das Ganze natürlich unter 50 Euro und vor allen Dingen ganz einfach. Also, das soll jeder nachmachen können, nichts mit Motor bearbeiten oder so. Einfach Stecktuning für unter 50 Euro. Wir schalten gleich zum Paul. Mal gucken, was er sich überlegt hat und ob er das hinkriegt. Und ganz am Ende habe ich noch einen ganz wichtigen Tuning-Tipp für euch, mit dem ihr euer Mofa nicht nur schneller macht, sondern auch viel langlebiger, besonders bei Chaos, denn da gibt es ein ganz großes Problem beim Tunen, aber das später. Ja, Franz, 50 Euro sind eine harte Challenge, aber das kriege ich hin. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und ein paar Teile rausgesucht. Die zeige ich euch jetzt und dann verbauen wir die auch mal. Ich würde lediglich zwei Teile tauschen. Das erste ist der Auspuff und warum das so ist, das zeige ich euch jetzt. Ich baue den Original mal aus. Was ihr hier seht, ist der Original Ciao-Auspuff. Man sieht, der Krümmer ist vielleicht so dick wie mein Finger, also da ist wirklich, da geht nicht viel durch. Bei dem Original Setup kann man jetzt auch nicht zu groß gehen, aber ein bisschen mehr muss und deswegen ist meine Alternative Gianelli, heißt glaube ich City Power oder hat immer mal wieder einen anderen Namen, aber ja, das ist der Gianelli Tuning. Das ist der Gianelli Tuning Auspuff für die Ciao. Ja, der passt so einfach drauf, auch auf den Originalzylinder und bringt super Leistung. Ich hatte euch ja noch ein zweites Tuning Teil versprochen und da jetzt mehr Luft rausgeht, muss auch mehr Luft rein und deswegen tauschen wir noch den Luftfilter. Das ist der Original Ciao-Luftfilter. Man sieht, er lässt relativ wenig Luft durch, nur hier oben die drei kleinen Löcher. Das wollen wir ändern. Deswegen ist mein Tuning-Teil der Wahl der Tuning-Luftfilter von Malossi. Der hier sieht schon ein bisschen benutzt aus, aber erfüllt seinen Zweck und bringt auch nochmal ordentlich Leistung. So, das ganze Setup kostet zusammen weniger als 50 Euro, also wirklich ein Schnäppchen und dafür könnt ihr da wirklich gut Leistung rausholen. Also mit einer guten Abstimmung sollten so 40 km/h drin sein. Wenn ihr noch ein bisschen Geld investieren wollt, könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen länger übersetzen und dann ist auch noch was mehr drin. Den Gianelli-Auspuff bekommt ihr für ungefähr 35 Euro, je nachdem wo ihr ihn kauft. Und der Luftfilter kostet so um die 15 Euro. Jetzt zeige ich euch noch, wie schnell ihr die beiden Teile verbauen könnt und dann seht ihr auch, dass das richtig anfängerfreundlich ist. Ja, ich denke, für 50 Euro haben wir ein gutes Setup auf die Beine gestellt. Was sagst du, wäre es auch dein Lieblingssetup für 50? Für 50 Euro, finde ich, hast du es sehr gut gemacht. Ich weiß gar nicht, einen Vergaser und einen Auspuff kriegt man wahrscheinlich nicht für das Geld. Sonst hätte ich gesagt, Vergaser und Auspuff und dann ein bisschen am Einlass
sich üben. Aber das Setup ist auf jeden Fall ziemlich gut. Ich habe ja noch einen Tipp versprochen für all die ihr Mofa tunen wollen, aber dabei die Haltbarkeit nicht aus den Augen verlieren wollen. Den gebe ich euch auch noch gleich. Dann noch kurz zu dem Setup. Wenn du jetzt noch 10 Euro übrig hättest, würdest du dann noch die Übersetzung verlängern? Meinst du, das geht? Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob ich es unbedingt machen würde, weil ich bin eher der Meinung, lieber ein bisschen mehr Kraft und schön 35. Aber für 10 Euro mehr würde ich vielleicht einen Sito drauf machen, weil der ist noch vom Sound noch ein bisschen. Stimmt, der Sito Plus. Ja. Die Teile verlinken wir euch auch alle in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann gerne nachgucken. Und einen Schrauberling-Artikel haben wir natürlich auch dazu. Gut, jetzt habe ich noch einen Tipp für euch. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall und dann gebe ich euch meinen geheimen Tipp, der euer Mofa schneller macht und außerdem deutlich langlebiger. Ja, hier kommt jetzt noch mein ultimativer Tuning-Tipp für alle, die nicht nur ihr Mofa schneller machen wollen, sondern auch das Ganze haltbar. Bei Chaos hat man ganz oft, nicht nur wir hören das auch bei vielen anderen, immer Probleme mit der Elektrik. Kondensator, Kontakte, was auch immer, man hat oder Zündspule. Da hat man sehr schnell Probleme. Wie man das Ganze einfach beheben kann, ist, indem man einen Motor mit E-Zündung einbaut. Das ist zumeist der Moped-Motor und dann hat man auch den Vorteil, dass der Einlass ein bisschen größer ist und man den nicht selber bearbeiten muss. Zugegeben, das ist ein bisschen teurer als 50 Euro, also die Kosten gebraucht so inzwischen um die 100, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Gutes Beispiel von uns, wir haben eine C, die sind wir bei Mofa-Rennen hier auf dem Feldweg, seit 10 Jahren fahren wir die. Und die hat nie Probleme mit der Zündung gehabt. Die läuft seitdem richtig gut und da haben wir echt nie Probleme gehabt. Deshalb, E-Zündung in der Chao, in der C, Bravo, was auch immer, ist echt eine super Aufwertung. Der Moped-Motor im Allgemeinen ist richtig gut. Also, wenn ihr eurem Chao, C, Bravo, Mofa was Gutes tun wollt, verbaut den E-Zündungsmotor. Bisschen mehr Leistung habt ihr dann und eine deutlich haltbare Zündung. Das war's, ich gebe ab an den Outro Franz. Ja Leute, das war's schon wieder mit unserem schönen Video. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, das war's für heute. Nicht vergessen zu abonnieren, ganz wichtig. Außerdem, hier ist eine Playlist, da kannst du weitergucken und unseren Blog solltest du auch besuchen. Ich wünsche euch viel Spaß, fahrt ein bisschen Mofa.